Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und weiter geht's mit euren Vorschlägen. Heute gucken wir uns an Darth Vader, der strengste Vater der Welt. Da ist mir, wo ich den Reaction-Vorschlag bekommen habe und auch gerade so in den Sinn gekommen, es gab es damals, ich glaube auf Kabel 1 war das, gab es ja die strengsten Eltern der Welt. Ich weiß ja nicht, ob ihr das mal geguckt habt, ich habe es damals hier und da mal geguckt und muss ich so ganz ehrlich sagen, also erstmal die Kinder, die da mitgemacht haben, ja, also ich habe mir damals immer so gedacht, da ist Hopfen und Malz verloren, aber darum ging es gar nicht. Ich fand immer, die Eltern, also die in der Zeit die Eltern gespielt haben, waren in meinen Augen nicht streng genug. Ne? Also wenn ich zum Beispiel, schreibt mal unten in die Kommentare, also wenn ich jetzt ein Kind aufnehmen würde für 2 Wochen und das Kind so ein bisschen ja umpullen müsste oder ein bisschen Respekt beibringen müsste und ich aber sehen würde, dass das Kind dann einfach raucht, obwohl ich das verboten habe oder ans Handy geht, obwohl ich das verboten habe oder mich beleidigt und das haben die ja auch öfters gemacht. Ey, ich weiß nicht, aber ich würde in dem Moment so ausrasten, ich würde erstmal das Handy, es wäre mir egal, ich würde das Handy dann einfach neu kaufen, ich würde das Handy weghauen. Definitiv. Ich würde die Kippen nehmen, weghauen und würde sagen, wenn du noch immer keinen Respekt zu mir zeigst, kannst du die nächsten paar Tage im Keller erstmal übernachten. Ne? Also ich fand immer so, die Eltern waren da manchmal gar nicht streng genug. Ne? Vielleicht müsste ich mich da mal anmelden. Ich wäre da ein bisschen strenger. So, ne? Wenn ich sehe, dass die keinen Respekt hätten. Und auch keinen Respekt zu den eigenen Eltern und sowas hätten. Ich würde das schon regeln, dass sie irgendwann mal Respekt haben. Lord Vader, die Rebellen greifen an. Der Todesstern steht unter schwerem Beschuss. Wenn wir nichts unternehmen, wird die 23 Millionen starke Besatzung sterben. Was sollen wir tun? Sehe ich so aus, als hätte ich Zeit, mich um ihr kleines Problem zu kümmern, Admiral? Kleines Problem. Ich habe gerade echt Wichtigeres zu tun. Mein Sohn will nicht sein Zimmer aufräumen. Ich werde dem Bengel wohl mal eine Lektion erteilen müssen. Ihr habt's gehört, Leute. Kaffeepause. Räum doch einfach dein Zimmer auf. Ich habe keinen Bock mehr, dauernd auf deine Lego-Steine zu treten. Weißt du, wie weh das tut? Ah, ja, genau so. Deine Mutter wäre jetzt so enttäuscht von... Das ist das Schlimmste überhaupt, ne? Wenn man im Kinderzimmer... Lego-Steine hat und selbst als Kind da drauf tritt, ne, bin ich damals auch sehr oft, das ist ein Schmerz, ey. Das ist nicht lustig, also, ne, wenn man jetzt älter wird, man versteht so langsam die Eltern, wie so gesagt haben, räum das mal bitte weg, mach mal das, mach mal dies, ne, damals habe ich auch als Kind, ich habe aufgeräumt, aber nee, immer direkt, ich habe dann immer abends oder so, sollte ich dann immer aufräumen. Also ich habe dann immer nicht nach dem Spiel, sondern abends aufgeräumt und bin selber dann immer aufs Lego getreten und ich hätte heulen können vor Schmerz. Das ist meinen Eltern übrigens auch passiert, die sind dann auch öfters mal aufs Lego getreten. Also, ja, ich weiß, wie weh das tut. Von dir. Ach du Scheiße, sorry, das wollte ich nicht. Geht's dir gut? Alles okay? Geht's dir gut? Ich glaube, das ist nur eine Fleischwunde. Dafür müssen wir ja nicht extra ins Krankenhaus, oder? Sag's bitte nicht deiner Stiefmutter, okay? Oh Mann, die wird mich umbringen, wenn sie das rausfindet. Hey Mann, was machst denn du da? Okay, tut mir leid, dass ich deine Handmodel-Karriere versaut habe. Jetzt sei nicht so nachtragend. Handmodel-Karriere? Lukas Pascal Jeremy Skywalker, du kommst auf der Stelle her oder ich sehe mich gezwungen, dir deinen Hamster wegzunehmen. Lass Bello in Ruhe. Du weißt doch noch, was mit deinem Meerschweinchen passiert ist, oder? Jetzt räum dein Zimmer auf oder ich lösche deinen WoW-Account. Ist mir egal. Na gut, dann spoilere ich dir eben deine Lieblingsserie. Du weißt gar nicht, was ich gucke. Wir benutzen denselben Netflix-Account. Ich weiß, dass du gerade angefangen hast, Pokémon zu gucken. Dich wird vielleicht interessieren, dass sich Pikachu nie weiterentwickeln wird. Nein. Ach, du kannst dir ja gar nicht die Ohren zuhalten, Nein. weil du noch eine Hand hast. Du kannst ja... Du kannst dir gar nicht die Ohren zuhalten, weil du nur noch eine Hand hast. Ist das bescheuert? Ja, ein ganz normales Streitgespräch zwischen Sohn und Vater, ne? Also, welcher Vater hat nicht mal einfach die Hand abgehakt?
Ist mir auch öfters mal passiert, ne? Oh, meine Wechsel immer nach. Ich niemals schaffen, Pikachu zu stehlen. Ich aber will das nicht hören. Dass Ash niemals Pokémon-Meister werden wird. Nein! Erforsche deine Gefühle, nein. Du weißt, dass es wahr ist. Jetzt komm schon, ich helfe dir auch beim Aufräumen. Und von mir darfst du auch die Macht nehmen. In einer Welt, in der Ash nie Meister wird, will ich nicht leben. Hey, warte mal, jetzt nicht zu überstürzen, ja? Komm, ich mache uns erstmal einen warmen Kakao und dann... Jetzt blöd. Das ist jetzt blöd. Lea, Überraschung, du bist jetzt Einzelkind. Ich hab einfach kein Händchen bei der Erziehung. Wie geil ist das denn, ey? Oh, cool, ey. Okay, das muss ich wirklich sagen, richtig, richtig geile Synchro. Ich stell mir gerade vor, Star Wars würde so synchronisiert werden, ne? Also genauso, aber den Stil von Anfang an so beibehalten. So von wegen, ja, du hast dein Zimmer nie aufgeräumt. Oh, ja, das ist jetzt blöd, dass du runterfällst und sowas. Das wäre so geil. Ey, das wäre so geil. Das wäre die beste Comedy seit lang. Ohne Mist. Und am besten dann noch, wie in der Sitcom, dann so Lacher einbauen, so. Wenn er runterfällt. Das wäre halt so geil, ey. Da wäre Star Wars irgendwie, da würde ich mir Star Wars jeden Tag geben, ey, muss ich mal ganz ehrlich sagen, ne? Da würde ich mir Star Wars wirklich jeden Tag geben, ey. Das wär's. So, auch so mit den Sternzerstörer, dass man da irgendwie sich sowas strickt hier von wegen, das ist eigentlich ein großer Staubsauger oder so. Das wäre halt so geil. Es wäre halt so cool, ey. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Lasst euch nicht ärgern und wir sehen uns definitiv dativ akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, haut rein und tschüss.